Okay, dann quatschen wir mit dem anderen Typen. Der Knecht hat die Aufgabe bekommen, einen Zaun an der Hinterseite der Bewirtschaftung zu bauen. Der Arme ist schon sehr müde und kann nicht mehr weiterarbeiten. Ja. Der erschöpfte Knecht hat mich gebeten, ihm mit dem Bau des Zaunes zu helfen. Das Holz für den Zaun ist schon im Wald bereitgestellt. Es reicht, es hierher zu bringen und dann können wir den Zaun fertigstellen. Selbst das kriegt er nicht hin. Das Holz zu sammeln. Der kleine Lump. So, was verkaufst du mir? Nix. Gut. Okay. Dann gehen wir erstmal pennen. Achso, wir können erstmal quatschen. Junge, komm her, ich brauche deine Hilfe. Der alte Mann will, dass ich ein Fass mit Fischen zur Bäckerin bringe. Machen wir. Beeil dich, Junge. Die Bäckerin hat bestimmt schon frisches Brot für uns. Bereit. Guck mal, Bruderherz, die Halskette ist schon fertig. Ist sie nicht schön? Meine Schwester gab mir die Halskette, die sie aus den Muschelschalen anfertigte. Die Kette ist wirklich schön, vor allem wenn man sie in der Sonne in allen Farben schimmern sieht. Zum ersten Mal nach dem unglücklichen Erdbeben sehe ich meine Schwester lächeln. Ach, schön. Du kannst die Halskette behalten. Ich habe sie für dich gemacht, Bruderherz, weil ich dich lieb habe. Oh. Achso, was findest du? Okay, wir gehen nochmal pennen. Dunkelheit. Über dem Fischerdorf. Und das ist auch da. So, ach, Gesundheit. Also, sammeln wir erstmal wieder eine Aufgabe. Erstmal das Holz. Wir machen erstmal jetzt eine Aufgabe irgendwie halbwegs fertig. So, da haben wir schon wieder komplett unsere gesamte Energie aufgebraucht. Können wir nichts mehr machen. Klasse. Okay, was hast du? Ach ja, die Bäckerin wartete schon an der Tür auf mich. Ich gab ihr gleich die Fische. Als Gegenleistung habe ich frisches Brot bekommen. Es war so duftend, dass ich meinen Stift verließ. Dass ich gleich Appetit bekommen habe. Und mein Stift auf. Wo ist er denn? Da ist er. Bevor ich es geschafft habe, mich umzudrehen und zu gehen, hat die Bäckerin mich eingeladen, mich auszuruhen und ein paar Buchteln zu essen? Was sind Buchteln? Die Buchteln waren fantastisch. Beim Essen habe ich nicht einmal bemerkt, wie schnell die Zeit verging. Vergangen ist. Ich sollte zurück zur Siedlung gehen. Was oder wer sind Buchteln? Wer es weiß, könnte mir bitte mal das in die Kommentare schreiben. Danke. Nehmt sie alle gefangen! Das ist so unrealistisch, dass dieses Monsterschiff hier auf einen halben Meter Untergrund oder Tiefgang schippert. Naja, gut. Was ist hier los? Das sind Piraten! Und sie entführen meine Schwester! Ich muss ihr helfen! Lass die Verletzten hier! Wir segeln jeden Moment ab! Hilfe! Bruder, wo bist du? Rette mich! Ich rannte in Richtung des Dorfes. Ich habe nur nach vorne geschaut. Ich habe nur daran gedacht, dass ich meine Schwester retten muss. Plötzlich spürte ich diesen harten Schlag auf den Kopf. Und mir wurde schwarz vor Augen. Ein wenig später. Okay, alle tot? Nee, da liegt noch einer. Nee, jetzt nicht mehr. Au. Ah, Hilfe! Im Kopf spüre ich ein schlimmes Brummen. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, aber als ich aufwachte, waren die Piraten weg. Mir wurde klar, dass ich meine Schwester verloren hatte. Und ich fing an zu weinen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich muss stark sein. Bestimmt finde ich eine Möglichkeit, meine Schwester zu retten. Ich würde alles dafür tun. Okay, ach, hab doch noch ein paar überlebt. Junge, hilf mir, ich bin verletzt. Der arme alte Mann ist schwer verletzt. Ich muss ein starkes Medikament finden, um ihn zu retten. Der Fischer Severin hat dem Piraten mutig Widerstand geleistet. Jetzt liegt er verletzt hier. Ich muss ihm helfen. Sind die Piraten weg? Ich konnte mich gerade noch retten. Es ist nicht viel von meinem Geschäft geblieben, nicht wahr? Die Geschäftsfrau ist dem Piraten im Wald entkommen. Jetzt macht sie sich Sorgen um ihr Geschäft und um ihren Helfer Severin. Ich denke, ich kann ihr helfen. Ja. Wir lassen erstmal die Leichen und so weiter alles liegen und reparieren das Haus. Natürlich. Mit 6 Herzchen. Dazu brauchen wir erstmal ein bisschen zu essen. So, wir legen uns erstmal hin. Draußen liegen Verletzten immer noch oder Verwundeten immer noch rum. Naja. Ne? So. Hier knüppeln wir erstmal das Haus. Die Piraten haben ein wahres Chaos hinterlassen. Mit ein bisschen Mühe kann man aber alles reparieren. Ah, wie neu? Können wir da nicht auch einfach auf die Leute hier mit dem Hammer einschlagen? Dann sind sie auch vielleicht wieder wie neu. So, bitte. Okay, die macht nichts, die Alte. Die hat eine Aufgabe für mich. Achso, das ist sie übrigens. Okay, dann machen wir erstmal hier
Den Zaun fertig. Für den erschöpften Knecht. Fertig. Es hat uns einige Kraft gekostet, aber am Ende haben wir einen guten und soliden Zaun gebaut. Für meine Mühe habe ich ein paar Pilze bekommen. Der Knecht hat gesagt, dass ich sie dem Hauswirt verkaufen kann. Okay, kann ich jetzt Pilze sammeln? Das gab es ja auch im ersten Teil, aber anscheinend nicht. Mit dem Pferd irgendwas machen? Auch nicht. So, was hast du? Der Hauswirt guckt mich misstrauisch an. Okay, also ich brauche Fische. Ich brauche Meerruf. Die Alte quatscht einfach nicht mehr mit mir. Und hier bräuchte ich 15 Erfahrung. Oder auch Ruf. Okay, gut, dann geht's ja nur noch hier weiter. Schlimm, was im Dorf passiert ist. Bestimmt sind dort viele Verletzte. Die Kräuterfrau Jasmin gab mir 3 Heiltränke, um die Verletzten im Dorf zu behandeln. Das ist tatsächlich sehr nett von ihr. Okay, fangen wir mal an. Der arme alte Mann. So, ein Trank und alles ist wieder gut. Der Heiltrank wirkt wahre Wunder. Es reichten ein paar Schlucke und der alte Mann konnte schon wieder auf seinen eigenen Beinen stehen. Es tut mir leid, Kleiner. Ich konnte deine Schwester nicht schützen. Auf dem Gesicht des alten Mannes hat man gesehen, dass ihm die Entführung meiner Schwester genauso leid tut wie mir. Er hat uns beide sehr gern. Du musst deine Schwester finden. Du musst sie retten. Ich weiß, du schaffst es. Die Worte des alten Mannes gaben ihr Mut. Ich bin entschlossen, bis ans Ende der Welt für ihn zu gehen, um meine Schwester zu retten. Ich werde nicht aufgeben, bis ich sie finde. Hier, Junge, nimm diese Karte. Du wirst sie auf deinem Weg bestimmt gut brauchen können. Der alte Mann gab mir eine zusammengefaltete Lederkarte. Hoffentlich hilft sie mir, mich besser in der großen, weiten Welt zu orientieren. Danke, alter Mann. Du bist ja ein wahrer Freund. Achso, ich muss draufklicken. Ich habe die Karte geöffnet, die mir der alte Mann gab. Es ist nur die unmittelbare Umgebung eingezeichnet und der Rest ist leer. Ich werde alle wichtigen Orte, auf die ich stoße, selbst hinzufügen. Okay, also das sind die 3 Orte, die wir kennen. Okay, die Karte ist wieder sehr riesig. Ach nein. Ich möchte gerne zurück. Achso. Danke. Ich bin entschlossen, aber auch verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich mit meiner Suche beginnen soll. Ich habe gehört, im Westen ist eine große Stadt. Vielleicht finde ich gerade dort Hilfe. Okay. Aber erstmal etwas Sefrin. Sefrin trank von dem Heiltrank und jetzt fühlte er sich besser. Er verriet mir, dass er von diesen Piraten schon gehört hat. Sie werden angeführt vom gefährlichsten aller Piraten, Captain Black Rose. Man munkelt, er ist verflucht und hat übernatürliche Kräfte. Ach, jetzt traut sich auch zurück. Ich danke dir, Junge. Du hast mir sehr geholfen. Die Geschäftsfrau ist froh, dass sie ihr Geschäft zurück hat und ihr Helfer Sefrin wohlauf ist. Sie hat mir günstigere Preise zugesichert. Ja, gut, ich habe den Vergleich vergessen. Aber ich kann jetzt Seide bei ihr kaufen. Und ich habe auch das komplette Dorf wieder in Ordnung gebracht. Schön. Gut, dann können wir hier erstmal was sammeln. Ach, wir haben zu wenig Energie. Heilbeeren. Okay, machen wir mal. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, wo die Körper auf einmal herkommen. So, 8 Energy. Ach ja, mir fehlen die Körbe, ich blöd, Mann. Naja gut, haben wir halt 9 Energie. Wer verkauft? Wieso verkauft eigentlich keiner Körbe hier in dem Kackendorf? So, Bäckerin. Auch nicht. So, was ist mit dir? Ich habe die Bäckerin nach dem Weg in die Stadt gefragt. Sie sagte, westlich von ihr ist eine Farm. Danach ein Zauberturm und gleich hinter ihm liegt die Stadt. Es ist nicht weit, aber der Weg kann zu dieser Zeit sehr gefährlich sein. Ja, natürlich, da steht ein Ork oder sowas. Oder ist es ein Schimpanse? Ein Troll, natürlich. Mir fehlt immer noch der Korb. Hier fehlt mir der Korb. Korpus Delicti. So, wir lernen erstmal ganz kurz fischen. Damit wir das für den Getreide, damit wir das Getreide bekommen für den Müller. So. Der Fischerbusin, genau. So, einmal das und einmal ein wenig Energie. Gut, jetzt bringe ich dir bei, wie man Fische fängt. Sobald ich alles Nötige habe, gib mir Buselin eine Lektion im Fischfang. Okay, eine Angel brauchen wir noch. Hier. Danke. Und dann geht's los. Angel rein, Köder rein, Energie raus, Fische raus. Es hat sehr gut geklappt. Eines Tages wird aus mir ein hervorragender Fischer. Und neue Fähigkeit angeln. Schön. Handfertigkeit. Lerne 2 Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Errungenschaft freigeschaltet, handfertig.
Okay, wir sammeln nochmal ein bisschen Fischi, Fischi. Beim Angeln von Fischen habe ich eine versiegelte Flasche gefunden. Als ich sie zerbrach, fiel aus ihr eine kleine Landkarte, die auf einen Ort in der Fischersiedlung hinweist. Wer weiß, was dort ist. Okay, in der Fischersiedlung. Dann gehen wir mal hoch. Ach hier, das X markiert die Stelle. Ort von der Landkarte. Okay, Energie brauche ich. Schaufel habe ich sogar. Fischen wir nochmal ein bisschen. Man kann nicht zu wenig Fisch haben. Okay, jetzt brauchen wir wieder Energie. Und wir haben kein Brot. Okay, Brot kriegen wir bei da. Trissi hier. Okay. Mehl ist natürlich dann überragend, aber das haben wir leider noch nicht. So. Okay, dann graben wir erstmal den Schatz aus, würde ich sagen. Und dann fischen wir noch zweimal. Hierhin zeigt die Landkarte, die ich aus dem Wasser geangelt habe. Könnte es sein, dass hier etwas vergraben ist? Nein. Doch, ein Schatz. Ja, auch tatsächlich nur ein Schatz, mit dem ich nichts anstellen kann. Kauft zufällig jemand Schätze? Okay, jetzt haben wir keine Köder mehr. Ja, okay. Ein Goldstück für einen Köder, das sollte okay sein. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Körbe finden wir immer noch nicht. Keine Ahnung, wo die sind. Hier sind wir durch. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Goblin. So, dann, genau, einmal den Goblin bitte nach hinten locken. Om nom nom nom, frische Fische. Und wir kriegen das Getreide. Ausgezeichnet, es hat geklappt. Jetzt kann ich das Getreide dem Müller zurückbringen. Ach, ich wollte gerade sagen, der Goblin ist jetzt weg. Nee, da ist er wieder. So, hier Herr Müller. Der Müller hat mich für meine großzügige Hilfe belohnt. Er hat nicht vergessen zu erwähnen, dass wenn ich das Getreide gemahlen haben möchte, er es für mich günstiger macht. Macht, Mann. Errungenschaft erreicht, Detektiv. Hilft dem Müller, das verlorene Getreide zurückzuerlangen. Errungenschaft freigeschaltet, Detektiv. Okay, wir können jetzt also für Getreide oder für einen Sack Mehl und 5 Gold Getreide machen. Ach nee, aus Getreide können wir Sack Mehl machen. Ich habe einen. Na dann verarbeite ich den doch mal zu 5 Brot. Ja. Okay, was ist mit dir? Ach, okay, der ist aber noch misstrauisch. 24, also einen brauchen wir noch. Kann ich da irgendwas hier machen, oder? Nee. Und da quatschen wir hier mit der Kräutertussi. Die Kräuterfrau Jasmin sind die Heiltränke ausgegangen. Sie hat mich gebeten, neue Heidelbeeren zu sammeln, damit sie einen neuen Heiltrank mischen kann. Okay. Ich habe leider keine Körbe. Erstaunlich, dass keiner Körbe hat. Na gut, dann quatschen wir mit dem Troll. Oh nein! Auf dem Weg habe ich einen Riesentroll getroffen. Er hat mich bemerkt, aber nicht angegriffen. Ich versuche mich vorsichtig zu nähern. Vielleicht lässt er mich vorbei. Bleib stehen, Mensch! Mensch darf nicht weitergehen! Menschen müssen Essen geben, sonst dürfen nicht weitergehen. Der Troll ist offensichtlich sehr hungrig. Zum Glück will er mich nicht fressen. Ich muss ihm aber einen Haufen Essen bringen, sonst überlegt er sich eventuell doch nochmal anders. 25. What the fuck, Alter. Also, ich bräuchte Getreide. Okay, ein Sack haben wir. 20. Jetzt bräuchte ich. Ich brauche noch mehr Mehl. Oder Getreide, besser gesagt. Kriege ich ein Getreide am effektivsten her? Kann ich einfach Getreide hier sammeln, oder? Okay, ich muss erstmal Fische verkaufen. Boah, die bringen mir überhaupt gar kein Geld. Ich verkaufe erstmal alle Krabben. Ach, hier sind Körbe. Gib mal eine an. Ich kaufe einfach 3 Körbe. Ich weiß nicht, ob das vorher schon zu sehen war. Falls ja, tut mir leid. Ich hab's nicht gesehen. Okay, Energie fehlt. Ja, müssen wir halt leider ein Brot mal opfern. Aber wir müssen erstmal ein bisschen Knete machen. So, wirkt Wunder, bla bla bla. Wie viel Kiefer eigentlich bei heute ein? So. Damit haben wir die 3 Heilkräuter. Die Jasmine. Ich danke dir, mein Freund. Die Kräuterfrau gab mir als Belohnung einen Sonnentrank.
Sie hat mir gesagt, dass er sehr wertvoll ist. Er wird nur weit im Norden gebraut und kann Geist und Sinne wiederherstellen. Okay. Na dann, wa? Vielleicht hilft dem armen Wirrkopf der Sonnentrank. Ah, wo bin ich? Matrose, bring mich in meine Kabine. Auch wenn der seltsame Mann noch immer verwirrt ist, kann man sehen, dass sein Verstand wiederkommt. Oh nein, mein Schiff. Ich kann mich erinnern. Der seltsame Mann kann sich an seine Vergangenheit erinnern. Er heißt Damien und er war Kapitän des Königsschiffs, das auf die Piraten gestoßen ist. Das war dieser verfluchte Pirat. Er wird Black Rose genannt. Kapitän Damien, erzählte mir, wie sie den Kampf mit den Piraten verloren haben und wie das beschädigte Schiff an der Küste auf Grund lief. Für meine Hilfe hat er mir erlaubt, etwas von seinen Sachen zu nehmen. Er hat nicht viel. Am Ende habe ich einen alten Säbel genommen. Sehr gut. Wo war denn der Säbel? Was kann ich hier nicht machen? Ah ja, hier kann ich Heiltrank herstellen. War hier der Säbel? Nee? Ach, der Kobold war Säbel. Naja. Kann ich Kobold nochmal verdreschen? Ach, jetzt können wir ihn nicht mehr verdreschen. Schade. Oh, du hast Pilze? Ich liebe Pilze. Ja, ich habe 5. Okay. Du hast keine mehr, das ist schade. Okay. Kann ich denn Pilze sammeln? Ich sehe keine Pilze im Wald. Wie gesagt, in Teil 1 sind immer so Pilze gespawnt. Aber anscheinend nicht hier. Okay. So. Also, wir müssen weiter Brot backen. Ich gucke mich da mal ganz kurz nur noch Pilzen um. Hier haben wir auch noch 2x Bären. Genau, also wir holen uns noch mal ganz kurz 2 Körbe. Damit wir die restlichen Blumen und Heildinger pflücken können. So, dann haben wir erstmal alles abgekrabbelt. Hier kann ich Mehl verarbeiten. Das ist schön. Ich weiß zwar nicht, wo das herkommt, aber ich habe es. Leider haben wir leider nicht mehr. Der Hauswirt war enttäuscht, dass ich keine Pilze mehr zu verkaufen habe. Weil er sich jetzt um die Bewirtschaftung kümmern muss, hat er keine Zeit, selbst Pilze zu suchen. Er bat mich, für ihn mindestens ein Dutzend Pilze in der Umgebung der Bewirtschaftung zu sammeln. Jetzt sind die Pilze gespawnt. Pilze sammeln macht mir langsam richtig Spaß. Ich habe herausgefunden, wie und wo ich die besten Pilze finde. Okay, 12 Pilze. Sehr gut, Junge. Die sind wunderschön. Der Hauswirt war zufrieden mit den Pilzen, die ich für ihn gesammelt habe. Wenn ich noch mehr finde, kann ich hier jederzeit vorbeikommen. Okay, bei dem können wir Pilze loswerden. Jetzt sind auch hier andere Pilze gespawnt. Sehr schön. Ein paar Schirmlinge oder wie die Dinger heißen. Ach ja, Giftpilze. Naja. So, noch welche? Müssen wir leider noch mal alle Karten abgehen. Weil es sind jetzt überall Pilze gespawnt. Ich sehe sonst erstmal keine. Ja, wenn ihr noch welche findet, schreibt es einfach unten drin. In the Commentaries. Dann kann ich das ja nachträglich noch sammeln gehen. Gut, das sollten alle gewesen sein. Dann verhökern wir erstmal alle. Ach, ich hätte auch alle 5 vielleicht verkaufen können. Na, egal. So, 210 Gold. Der wollte was? 25 Brote. Können wir uns nicht leisten. Mann, ich brauche unbedingt hier Getreide. Beziehungsweise Mehl, aber ich krieg sowas nicht mehr. Getreide. Ach, hier sind übrigens Blaupilze. Sehr geil. In den Höhlen. Seht ihr, habe ich gar nicht weiter geguckt in den Höhlen. Ah, Blaupilze? Gut. Blaue. Geben immerhin auch 5
$5, 5 Dollar sag ich schon, 5 Gold. Das macht keinen Sinn mehr. Ja, eigentlich macht nichts mehr Sinn. Wir können natürlich nochmal Fische verkaufen. Machen wir mal. Das war, so, jetzt können wir uns auch die Brote leisten. Wie gesagt, sehr, sehr teuer. So, 25 Brot. So, da, bitte. Mensch, gut sein, bring leckeres Essen. Mensch, jetzt dürfen wir weitergehen. 2 Rufpunkte. So, endlich kommen wir noch ein Stückchen weiter hier auf der Karte.